Herzlich willkommen im Namen der lokalen Agenda 21 aus Taunusstein und vom Arbeitskreis Taunussteiner Energiewende. Wir wollen direkt weitergehen mit dem Josch Heinreich. Heiterich, macht nichts, knapp daneben. Er will uns mal einen kleinen Überblick geben über E-Bikes, wo man darauf achten sollte, wo man einfach mal guckt, wo man sich informiert und so weiter. Alles, was mit Elektromobilität in Bezug auf Fahrradfahren zu tun hat. Ganz kurz. Auf geht's. Genau. Also ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Josch Heiderich von der Radkultur in Taunusstein-Wehen. Also wer den Laden noch nicht kennt, kann ihn natürlich auch in Zukunft gerne mal besuchen. Grundsätzlich will ich mal einen kurzen Überblick über das Elektrofahrrad E-Bike Pedelec Ihnen rüberbringen. Also letztendlich vielleicht mal kurz zur Erklärung. Also mittlerweile setzt sich, sagen wir, das Wort E-Bike oder Elektrobike, sagen wir, in der Gesellschaft durch. Pedelec ist irgendwann mal so die erste Idee gewesen, die 1999 entstanden ist. Das heißt, durch das Pedalieren, also praktisch das Treten in die Pedale, ist praktisch der Motor angesprungen oder springt an und betreibt letztendlich das Fahrrad mit Elektromotor. Das mal so kurz als Überblick. Mittlerweile, wie gesagt, setzt sich in allen Bereichen, ob das Fahrrad jetzt bis 25 km/h fährt oder bis 45 km/h, eigentlich das Wort E-Bike, Elektro-Bike, Fahrrad in der Gesellschaft durch. Grundsätzlich gibt es Fahrräder in verschiedenen Kategorien, sagen wir das klassische Trekkingrad, dann gibt es Crossräder, mittlerweile kommt auch der sportliche Sektor, das heißt Mountainbikes kommen mittlerweile immer vermehrt auf den Markt. Es gibt Frontantrieb, es gibt einen Mittelmotor und es gibt letztendlich einen Heckantrieb, immer ein bisschen abhängig davon, was für ein Fahrrad man hat. Ein sportliches Fahrrad wird auch ganz gerne im Heckantrieb genommen, um praktisch die Übersetzung direkt am Heck auch zu erzielen. Der Mittelmotor setzt sich mittlerweile immer mehr durch, weil auch der Schwerpunkt an der richtigen Stelle ist. Meistens ist der Akku auch im Mittelbereich. Das heißt, die Gewichtsverlagerung ist da eigentlich ganz gut. Der Frontantrieb, ich will nicht sagen, stirbt aus, aber ist auf jeden Fall so im Preissektor die günstigste Variante. Das heißt, der Mittelmotor wird sehr wahrscheinlich in die Zukunft sein. Grundsätzlich, wie gesagt, haben die meisten Fahrräder drei Stufen. Das heißt, man kann drei verschiedene Einstellungen machen. Das heißt, das meiste nennt sich Eco. Das heißt, das ist ein geringer Zusatz an Energie beim Fahren. Dann gibt es einen Sport oder letztendlich auch eine Powerfunktion. Das heißt, ich kann selbst für mich dann entscheiden, was gebe ich dazu. Ja, also grundsätzlich muss ich trotzdem das mal, allgemein muss ich treten beim Fahrrad. Ja, sonst könnte ich mir halt auch ein Mofa, eine Vespa oder sowas holen. Das heißt, ohne mein Zugeben funktioniert das ganze System des Elektrofahrrads nicht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es ist vielleicht mal so vom Klientel her, setzt sich das ganz gut durch. Es wird in Deutschland salonfähig. Vergleicht das immer so ein bisschen mit dem Nordic Walking, was am Anfang wirklich belächelt wurde, bis dann einer selbst mal ausprobiert hat. Kamen immer so die schönen Äußerungen von Läufern, habt ihr die Skier vergessen, aber wer wirklich mit den Stöcken auch mal ein paar Meter richtig gelaufen ist, der weiß halt, was es auch bedeutet, mit diesem letztendlich auch Sport auszuüben. Und ähnlich sehe ich das so die Entwicklung beim Elektrofahrrad. Früher hieß es immer, ja, die Oma fährt jetzt das Elektrofahrrad, weil sie die Berge nicht mehr hochkommt. Aber man merkt jetzt eine Entwicklung, es wird für viele Bereiche genutzt, ob das Kurierdienste sind, ob das, ich sag mal, Leute sind, die das wirklich als Pendelalternative zum Auto nehmen, ja, die wirklich sagen, wir wohnen in Taunusstein, wir arbeiten in Wiesbaden, wir fahren über die Platte, wollen vielleicht auch durch den Wald fahren. Nach 8 Stunden Arbeit ist man natürlich irgendwo auch ein bisschen müde und will die Platte nicht, wer sich in der Region hier auskennt, nicht unbedingt dann, ich sag mal, mit normaler Mannes- oder Frauenkraft dann dementsprechend bewältigen. Also das Publikum oder die E-Bike-Fahrer werden mittlerweile auch jünger. Wie gesagt, viele sehen das Fahrrad halt als Alternative zum Auto, um halt kurze Wege einkaufsmäßig zu sein. Wie gesagt, die Gesellschaftsfähigkeit, kurze Wege sind halt mittlerweile auch gut handelbar und viele nutzen das aber auch
um im Urlaub größere Strecken fahren zu können. Und was halt ganz interessant ist, oft hat man so eine Unausgeglichenheit in der Stärke. Ich will jetzt nicht immer sagen, dass der Mann der bessere oder stärkere Fahrer ist. Wir erleben halt oft, der Mann kommt mit seiner Frau in den Laden und sagt, also meine Frau braucht jetzt ein Elektrofahrrad, dass sie mit mir mithält. Also es dauert keine 14 Tage, dann ist der Mann auch da. Ja, also das heißt, jetzt kann er bei seiner Frau nicht mehr mithalten oder letztendlich umgekehrt. Das ist eigentlich so eine ganz gute Geschichte, so nebenbei. Ansonsten, was haben wir noch? Ich habe keinen Parkplatz, keine Stauprobleme. Ja, die Fahrräder fahren, ich sag mal, sind das klassische Pedelec oder E-Bike ist bei 25 km/h abgeschaltet. Ja, das heißt, dann gibt es noch welche, die bis 45 km/h geben. So ein paar Spezialanbieter, da gibt es also E-Bikes, die 70 km/h aufwärts fahren. Ja, und sag mal, die bis 45 km/h in Deutschland ist es so, da brauche ich halt wirklich dann auch eine Haftpflichtversicherung, brauche ein Nummernschild wie beim Mofa und da besteht auch eine Helmpflicht. Ja, also das besteht bei den bis 25 km/h noch nicht. Ja, das ist jetzt ein anderes Thema, ob das Sinn macht oder nicht, in Deutschland eine Helmpflicht zu haben. Und ja, ansonsten muss ich gerade noch mal einen schlauen Zettel. Wie gesagt, eine Umweltfreundlichkeit ist natürlich irgendwo auch gegeben. Eine Mobilität bis ins hohe Alter, weil ich ganz wichtig finde. Auch da kommen ganz viele Menschen, wie gesagt, ist immer schön, die dann sagen, ja, ich bin jetzt 75, ich bin ein Leben lang Rad gefahren. Jetzt werden mir die Taunushügel doch ein bisschen steil. Also einfach schön, wenn ich noch ein paar Jahre durch einen zusätzlichen Antrieb halt das Fahrradfahren bis ins ganz hohe Alter dann halt auch noch weiter nutzen kann. Ja, das ist eigentlich ganz schön, hohen Spaßfaktor, wie gesagt, gemeinsam Radfahren, mehr Spaß haben, kurze Wege, zukunftsorientiert und letztendlich, wie gesagt, auch eine Erleichterung durch die Motorunterstützung. Ja, ich weiß genau. Was hat man denn beim Verbrauch, also wenn es hier zum Beispiel durch den Taunus tobt, ungefähr pro 100 Kilometer? Das ist eine gute Frage. Verbrauch jetzt, was ich an Energie verbrauche? Was man an Energie verbraucht. Gut, ich sag mal, so ein Ladezyklus kostet so zwischen, mit den Akkuleistungen, die mittlerweile herrschen, das sind Lithium-Ionen-Akkus, die werben teilweise mit 17 Ampere bis 200 Kilometer. Wobei man da aufpassen muss, dass es dann, ich sage, an der Ostsee mit Rückenwind und Heimweh und kleinste Stufe, aber hier so im Taunus, ich sage mal 90 bis 100 Kilometer, kann ich ohne weiteres mit einer Akkuladung fahren. Was den Verbrauch angeht, sagen wir, also die Leistung des Akkus sind etwa 1100 Zyklen, das heißt, also ich kann den Akku 1100 Mal aufladen. Jetzt nehme ich einfach mal, wenn einer 100 Mal im Jahr wirklich auf dem Fahrrad sitzt, was schon viel ist, mit Winter eingeschlossen, dann sind das gut 10, 11 Jahre, die der Akku hält, wenn man vorausgesetzt so viel wirklich auch fährt. Und der Verbrauch, ich sag mal, so eine Ladung liegt irgendwo zwischen 20 und 40 Cent. Ja. Ja. Also pro 100 Kilometer, also jetzt im Vergleich, gibt ja mittlerweile auch Computer und also kleine Tachos, die also auch sich schon den Spaß machen und sagen, okay, ich gebe jetzt mal 8,5 Liter pro 100 Kilometer ein, die ich fürs Auto brauche und dann zeigt der dir halt, je nachdem, was man halt fährt, ich habe jetzt so und so viel Liter Benzin praktisch gespart. Ja, ist eine ganz, ganz interessante oder ganz witzige Sache. Sonst noch irgendwelche Fragen zur Technik? Zur Ausstattung, weil wir haben draußen einen Stand noch, wer sich da also mal schlau machen will oder auch mal Probe fahren möchte. Und jetzt haben wir noch eine gute Stunde, haben wir die Tiger. Ansonsten im Laden eventuell mal Probe fahren, wenn da Interesse besteht. Und ansonsten, ja, wenn keine Fragen mehr sind, danke ich für die Aufmerksamkeit.